Tja, das mit dem lauten Brüllen klappt noch nicht so, aber da muss der kleine Tiger aus dem Allwetter zu Münster definitiv durch. Die erste Impfung steht an, 7 Wochen nach der Geburt. Aber was muss, das muss. Also auch dieser Gesundheitscheck für ihn und seine 3 Geschwister. Schließlich will der Zoo wissen, wie fit der Kleine ist oder die Kleine. So gibt es nach dem Pieks auch eine Geschlechterbestimmung. Und es sind 1 Katze und 3 Kater. Danach geht es für die kleinen Tiger auf die Waage. 6,7. Alle Tiger entwickeln sich prächtig, sie haben das Gewicht erreicht, was sie in dieser Lebensphase haben sollten und sehen fantastisch aus. Der Zoo freut sich, denn der Nachwuchs ist wichtig für den Erhalt der sibirischen Tiger. Sie sind vom Aussterben bedroht. Der Arzttermin ist schnell geschafft. Und jetzt sind sie wieder glücklich bei ihrer Mutter. Und da ist es auch am gemütlichsten.